Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Struktur und Nomenklatur von Carbonsäuren. Der Film ist folgendermaßen gegliedert. Erstens anorganische Säuren und Carbonsäuren. Zweitens die Carboxylgruppe. Drittens Monocarbonsäuren. Viertens Dicarbonsäuren. Fünftens Tricarbonsäuren. Sechstens aromatische Carbonsäuren. Und siebtens Zusammenfassung. Erstens anorganische Säuren und Carbonsäuren. Wenn man in der Chemie den Säurebegriff verwendet, so hat man dabei nach Arrhenius und Brønsted immer Stoffe im Auge, die in der Lage sind, Wasserstoffionen abzuspalten. Mit anorganischen Säuren sind wir bereits gut vertraut. Typische anorganische Säuren sind HCl, Salzsäure, H2SO4, Schwefelsäure, HNO3, Salpetersäure. Alle drei Säuren enthalten Wasserstoffatome, die sie in Form von Wasserstoffionen abspalten können. Die organischen Carbonsäuren können von unterschiedlicher Struktur sein. Alle jedoch verfügen über ein gleiches Strukturelement. Dieses Strukturelement findet man auch in der Säure wieder, deren Formel ich unten in der Mitte dargestellt habe. Um es besser zu veranschaulichen, habe ich es in einen roten Kasten eingerahmt. Die Säure unten in der Mitte ist keine Carbonsäure. Es handelt sich um eine anorganische Säure. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com